Lorenza Castella ist mit 18 eine der jüngsten Kandidatinnen vor diesjährigen Miss Schweiz-Wahl und ganz sicher auch eine der schüchsten. Ihre zurückhaltende Art hat sie seit ihrer Kindheit. Als sich ihre Eltern scheiden lassen, die kleine Lorenza an zu stottern. Praktisch während meiner ganzen Schulzeit haben sich die anderen Kinder über mich lustig gemacht. Ich habe mich wegen dem immer schlecht gefühlt und habe fast kein Selbstvertrauen gehabt. Dann habe ich an der Miss Svizzera Italiana mitgemacht und gewonnen. Und so habe ich mich daran gewöhnt, mit fremden Leuten zu reden, ohne zu stottern. Le persone non lo fanno più. Ihr Sieg bei Miss Svizzera Italiana war also für Lorenza ein wahrer Befreiungsschlag. Langsam wird die 18-Jährige weniger schüch und geht offen auf Leute zu. Als sie sich aber bei Miss Schweizwahl bewirbt und unter die letzten 12 kommt, erlebt sie das Gleiche nochmal. Und das Mal sind die Augen der ganzen Schweiz auf sie gerichtet. Nach dem Miss Schweiz-Camp in Zermatt und all diesen ganzen Interviews habe ich gedacht, wieso um alles in der Welt tue ich mir das an. Natürlich ist es eine wunderbare Erfahrung, aber ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher gewesen, ob ich das alles überhaupt schaffe. Aber mit der Zeit und weiteren Interviews bin ich selbstsicherer geworden und es ist nicht das Ende der Welt. Jetzt sehe ich, dass ich sehr viel dabei lernen kann und darum ist es eine schöne Sache. Trotzdem Lorenza langsam ihre extrovertierte Seite fährt davon ausleben, hat sie es immer noch gerne ruhig und verbringt gerne Zeit allein. Lesen ist Lorenza ihr grosses Hobby. Momentan liest sie 3 Bücher gleichzeitig. Zur Leseratte ist Lorenza als Teenager geworden. Vor 4 Jahren bin ich zu Villerica in eine Sprachschule gegangen, wo ich wie in einem Internat nur über das Wochenende nach Hause gehen konnte. Dort durfte ich keinen Fernseher schauen und Handys oder Internet hat es auch nicht gegeben. So habe ich wahnsinnig viel angefangen. Dort habe ich auch Dorian Gray von Oscar Wilde gelesen. Ein Buch, das mich sehr geprägt hat. Die Aussage des Buches ist, dass es nicht langt, nur gut auszusehen. Man muss auch innerlich ein schöner Mensch sein. Una bella persona dentro. Ob Lorenza Castella zur neuen Miss Schweiz gewählt wird, wir erfahren es am 24. September zu Lugano.